Hallihallo und willkommen zurück zu Pokémon Schwarze Edition 2. Wir sind gerade in irgendeiner Stadt und möchten uns jetzt weiter an die ganzen Kämpfe machen, die noch folgen werden. Ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, was jetzt noch aussteht und ich denke mal, wir machen zuerst einen Kampf gegen jemanden, den wir allerdings viermal besiegen müssen. So blöd klingen mag. Und das müssen wir nach Rayono City. Wer sich vielleicht noch an Pokémon Schwarz-Weiß erinnern kann, sei es vom LP her oder vom Durchspielen selber, mag sich daran erinnern, dass man beim ersten Besuch in Rayono City ja auch zum Riesenrad vorbeikam und da ja eine gewisse Person auf einen gewartet hat, die gerne Riesenrad fahren wollte. Und bei demjenigen handelt es sich um niemand geringeren als N. Hallöchen N. Na, mach's dir. Das weckt Erinnerungen. Du da, fahr mit mir eine Runde mit dem Riesenrad. Okay, fahr eine Runde Riesenrad. Ja, so war das damals ja auch, ne? Man begegnet N hier, muss mit dem Riesenrad fahren. Wo man erfahren hat, dass er zu Team Plasma gehört. Du erinnerst mich ja an diesen Trainer. Ja, der Trainer, der einem damals hier Riesenrad gefahren ist, ne? Wo man dann erfahren hat, dass N halt eben der König von Team Plasma ist. Da fällt mir ein, mit diesem Trainer war ich auch schon in diesem Riesenrad. Seine Träume wohl wahr geworden sind und ob wir uns mal wieder begegnen? Das ist die große Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das hat die Erinnerung an jeden Tag mit mir geweckt. Verzeih, ich zieh mich zurück. So, und damit haben wir jetzt quasi getriggert, dass wir gegen N kämpfen können. Dieser wird halt eben nur, je nach Jahreszeit, in der wir uns befinden, verschiedene Teams einsetzen. Also quasi Wetterteams wird er gegen uns einsetzen. Das wird natürlich eine Spur schwerer. Aber ich denke mal, irgendwie müsst ihr das hinkriegen. Seine Pokémon sind zwischen 75 und 77. Also ein bisschen höher als alles andere bisher. Wenn man jetzt mal die Entwickler da auslässt. Und ja, N wird auf uns warten in seinem eigenen Schloss. Das heißt, wir müssen erst wieder hinlaufen. Immer wieder hinlaufen. Aber ich denke mal, das werde ich dann rausschneiden. Das nochmal Riesenrad fahren und all sowas. Ich muss ja zusätzlich auch die Zeit an meinem PC umstellen, damit ich die ganzen Monate durchkriege. Wo lang laufe ich eigentlich? Ich muss doch... Ach. Ja, ich komme zur Siegesstraße, weil ich in die Siegesstraße muss, genau. ich denke mal, ich werde die ganzen Abschnitte einfach rausschneiden und dann werde ich einfach mal wieder direkt hier vor N sein. Weil ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass ihr Lust habt, die ganze Zeit immer das Riesenrad fahren zu sehen und sowas, weil ich glaube nicht, dass der unterschiedliche Sachen sagt. Genau wissen tue ich es auch nicht, muss ich zugeben, aber ich gehe mal nicht davon aus. Also habe ich mir letztes Mal gelogen, im Part, wir brauchen tatsächlich doch Superschutz. Weil ich im Kopf hatte, dass wir gegen N vor dem Riesenrad kämpfen. Aber da hatte ich mich wohl getäuscht. Das war falsch. Rechts, da musste ich. Gefällt mir eigentlich auch besser, wenn ich einfach jedes Mal dahin laufen muss. Was habe ich denn für Scheiße? Ich gefällt mir nicht besser, weil ich jetzt mal laufen muss. Gott. Phil ist noch früh am Morgen, ich weiß. So, nur warte, wo wartet er jetzt? Wartet er in seinem Kinderzimmer? Nee. Muss ich jetzt wirklich jedes... Oh, wei. Ich muss jedes Mal jetzt in den Thronraum laufen, okay. Ups, da muss ich hoch, da muss ich hoch! So. Ich weiß natürlich jetzt gerade nicht, welche Jahrzeit wir haben. Ich glaube, wir haben Winter. Und dementsprechend wird er wahrscheinlich dann ein Hagelsturm-Team einsetzen. Dementsprechend sollte ich eigentlich ein Feuer-Pokémon nach vorne setzen. Das wäre so am sinnvollsten, glaube ich. Wenn ich mich da ein bisschen typenmäßig drauf einstelle. Wäre natürlich Mona ganz vorne am besten. Ich bin überrascht, dich anzutreffen. Aber du hast recht, Pokémon-Kämpfe sind die Unbekannte in der Formel, die den Trainern dabei helfen soll, einander besser zu verstehen. Wollen wir also kämpfen? Nö, na doch, okay. Gut.
So, das ist der erste Kampf gegen N. Mit den vier Teams. Ich möchte wirklich gerne alle vier Teams zeigen. So, und da fängt ein Hagelsturm-Team an. Beginnt mit Rexblizzard, also können wir wahrscheinlich mit Eis-Pokémon ziemlich viel rechnen. Weil Eis-Pokémon schließlich die einzigen sind, die vom Hagelsturm profitieren. Und er fängt stets auch, scheiße, das Ding ist schneller. Er fängt stets auch mit seinem stärksten Pokémon an, sprich mit dem auf Level 77. Ach du Kacke. Okay, das habe ich nicht erwartet. Vielleicht brauche ich doch ein bisschen Training im Hochhaus. Er fängt stets auch mit seinem stärksten Pokémon an. Und ja, der Rest vom Team ist halt eben auf Level 75 dann nur. Nur, sagt er. Das ist immer noch höher als so mein ganzes Team. Das Rexblizzard gibt mir ziemlich aufs Maul, Alter. Ach, du hast ein Leben-Orb, deshalb. Ah, das sagt natürlich einiges. Okay. Ja, ich weiß, Matrifol gegen ein Eis-Pokémon ist super intelligent, ich weiß. Ah, ich hätte Schwertas machen sollen. N gibt mir ziemlich aufs Maul gerade. Vielleicht hätte ich doch erst einen anderen Kampf machen sollen, den ich hier aufgeschrieben habe. Nein. Nur jetzt ist vollkommen egal, was der Gegner einsetzt. Lara wird das auf keinen Fall aushalten. Vielleicht wäre da sogar noch Karo am sinnvollsten gerade noch nebenher. Gelatrino. Ich glaube sogar wirklich Karo könnte ich einsetzen. Gelatrino dürfte nichts sehr Effektives auf Karo haben. Außer das kann Ding auch einmal Energieball lernen. Aber das wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Ja eben, das kann höchstens eine Stahlattacke. Und dieser ist da ja auch nicht sehr effektiv. Aber Kampf ist auf Eis sehr effektiv. Ich sollte euch Karo, wenn's... Okay, es überlebt, das ist gut. Ach, du heißt dich, du bist ja eine Sau. Ich würde sagen, ich könnte auch erstmal mein Team wieder aufheilen. Weil ich brauche vielleicht Mona noch. Und Mona muss vor allem trainieren. Felix auch. Und solange mir Gelatrino keinen Schaden macht, habe ich vor dem Ding auch keine Angst. Sollte sich ruhig aufheilen. Das wird bei der nächsten Vergeltung eh drauf gehen. Oh, eine Käferattacke kannst du auch. Das ist natürlich eine heftige Wendung des Schicksals gerade für mich. Aber warum hat er dann vorher nochmal Lichtkanone gemacht? Das kommt gerade nicht mein Köpfchen rein. Ja gut, ist eine KI, ist eine KI. Aber ist das eine Lichtkanone? Warum? Ich sagte wohl wahrscheinlich, da könnte die Ampelleuchte aufheben und mich mit Lichtkanonen einfach fertig machen, aber... Nope. Sehe ich irgendwie gar nicht ein, weißt du? Na gut, ich mache mal weiter hier. Sonst werden wir hier niemals fertig. Ich habe schließlich mehrere Kämpfe gegen einen. Und es war gerade mal das zweite Pokémon von ihm. Gibt auf jeden Fall eine Menge EP, also das kann man nicht anders sagen. Mamutel, das ist schwach gegen Wasser. Eigentlich müsste sogar Admurai schneller als Mamutel sein. Also könnte ich hier mit einem Surfer einiges ausrichten, hoffe ich. Das Ding ist schneller als... Ach, Kacke. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber hier kann Lara wieder punkten. Ja, Lara überlevelt mir wieder, ich weiß. Es ist mir vollkommen bewusst, aber... Lara ist stark, das kann man nicht anders sagen. Oh, wahrscheinlich nicht stark genug, ne? Nein. Jetzt kann ich höchstens hoffen, dass mal Muttels Kack-Spezialangriff dir greift. Na, schade. Well. Das Ding war schneller als Karo. Das passt mir so überhaupt nicht gerade. Aber wirklich so überhaupt nicht passt mir das.
Okay, ich muss nachher wohl mal nachgucken, was. Ach du Kacke, was Mamutel bitteschön für Initiative-Base hat. Weil das ist ja gerade krank. Ich hab das Vieh gar nicht so schnell in Erinnerung. Ja, triffst du auch mal irgendwann nicht, vielleicht? Warum ist das so schnell? Okay, ich glaube, ich brauche doch noch ein bisschen Training, bevor ich hier weitermache. Alter, warum ist das so schnell? Das gibt's ja nicht. Ja, ich muss Christina mal kurz sterben lassen, tut mir leid. Aber ich muss echt beleben gerade. Das Mammutel, ne? Das Mammutel. So, komm, Laubklinge, go. Och, komm, hör mir auf, ey. Ja, sag einmal, ey, das gibt's ja nicht. Das gibt's doch echt nicht gerade, oder? Oh, boy. Ich habe gerade voll Probleme mit diesem Scheißvieh, ne? Das wandelt denn einfach alles von mir. Vollkommen egal, was. Oh, oh, oh. Okay, zu früh gefreut. Ja, ich habe leichte Probleme gerade. Vielleicht fällt auf, dass ich leichte Probleme habe. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Alter. Ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass das Hagelsturm-Team so stark wird. Ey, es one-hittet alles von mir. Das ist doch ein Witz, oder? Ich kann eigentlich nur warten, bis das Ding mal keinen Blizzard mehr hat. Eine andere Chance habe ich doch gerade nicht. Das sollte eigentlich gleich der Fall sein. Weil mit Erdbeben kannst Felix nichts anhaben und ich denke mal... Eisbitter wird auch Felix auch nicht so viel Schaden machen, dass es mich umbringen könnte, einfach so. Aber ich kenne die Förder, dachte Steinkante. Ah, das hat's ja auch noch. Na, da ist noch ein Blizzard, okay. Oh man, das Mammutel, ne? Das ist gerade echt ein bisschen grausam für mich. Du blödes Schwein, ey. Jetzt stirb doch einfach mal. Was ich euch ganz frage, warum der Hagelsturm nicht weggeht, aber das haben sie erst in der 6. Generation geändert, dass die Wetterbedingungen auch mal abklingen. Ich werde das Ding einfach Schneemantel, deshalb ist das so schnell, oder? Kann das sein? Oder war das nicht irgendwie von wegen Initiative im Schneesturm erhöht? Gab's da nicht sowas? Ich stolte ihm jetzt alle AP aus. Ist mir vollkommen egal. Ernsthaft. Ich stolte ihm jetzt einfach sämtliche AP aus, die hat. Also wenn er anfängt, Steinkante zu nutzen, weiß ich, er hat keinen Blizzard mehr. Okay, wunderbar. Ich habe einen Zug gewonnen. Yes. Ich glaube aber... Ich muss beleben, ne. Ich muss alles wieder beleben jetzt. Nach und nach. Steinkarte hat er allerdings auch nicht Ewigkeiten. Also das ist ganz gut. Hat auch keine Steinkarte mehr jetzt. Okay, ich halte Felix auf, weil der hält sich das aus. Steinkante ist ja auch nicht sehr effektiv. Das ist nur neutral. Genau wie Essplitter. Und Steinkante ist auch kein Step. Könnte mich allerdings kritten. Das ist die Gefahr dabei.
Ich muss mein Team gerade erstmal wieder auffrischen. Es tut mir gerade sehr leid, dass ich gerade so scheiße spiele, aber Wetterteams können gefährlich sein, wenn es euch aufgefallen ist. Na komm. So. Vor allem, wenn man irgendwie unerwartet schnelle Schweinchen als Gegner hat. Das ist ganz uncool dabei dann. So, Felix, friss nochmal einen Trank. Und dann müsste ich das Ding eigentlich bald haben. Ich könnte es eigentlich jetzt im Prinzip einfach one-hitten. Ich glaube, das Sinnvollste gegen ein Wetterteam wäre es einfach, einen anderen Wetterzustand mitzunehmen. Kann das sein? Aber ich habe keinen Wetter. Mein Team ist nicht auf Wetter ausgelegt. Von daher hat das nicht so viel Sinn irgendwie. Na gut, zumindest lebt mein Team jetzt wieder. Ja, dass der Kampf jetzt echt so hart wird, habe ich jetzt echt nicht erwartet, muss ich gerade ehrlich sagen. Ich dachte mir, ja, okay, Eis, gut, was soll schon kommen? Ja. Sehe ich ja, was kommt. Ich hoffe nur, dass der Rest, dass bei dem Rest einfach mal Mona und Lara schneller sind als die Gegner. Oder Felix von mir ist auch, dass er mit seiner Schlagattacke auch sehr effektiv ging. So, endlich ist das Schwein weg. Alle kriegen 2 EP. Außer Martin. Martin war nicht draußen, aber Martin habe ich einfach gewusst, dass der One-Hit wird. Von daher. Austausch habe ich eigentlich keine große Angst vor. Ich könnte nur Probleme kriegen, wenn das Ding Hausbruch beherrscht. Aus dem Grund hätte ich eigentlich wechseln sollen jetzt, ne? Ach, verdammt. Das ist uncool jetzt gerade. Also ein Hausbruch aus, das kann mich vernichten, aber ich frage mich, ich denke immer, das Ding wird keinen Wertelink haben. Ist eigentlich nicht von auszugehen. Nein, okay. Das ist ein ungefährliches Austausch. Aus. Das war kein Crit. Habe ich irgendwo verpasst, dass Austausch auf einmal Spezialangriff gepumpt hat wie sonst was? Warum ist auch Austausch schneller als. Ach Gott, was ist denn dir los? What the fuck? Was ist mir entgangen, dass Austausch so schnell ist? Jetzt mal ohne Witz. Ich habe doch irgendwas in meinem Leben verpasst. Kriegt irgendwie jedes Eis-Pokémon im Hagelsturm einen Movement-Speed-Bonus oder was ist los? Ja, ich weiß, Laubklinge wird es auf keinen Fall one-hitten, aber. Habe ich irgendwas verpasst? Jetzt kommt der Hausbruch. Da ist der Hausbruch. Den wollte ich nicht haben. Okay. Lara, you can do it. Go. You can't do it. Oh, wei. Ich hätte es einfach direkt besiegen sollen. Jetzt habe ich nämlich den Salat. Karo könnte was reißen noch. Ich glaube nicht, dass Austausch irgendwelche Attacken kann, die ich nicht resistiere. Ja. Macht natürlich jetzt Schaden, die Hydropumpe. Muss ich aufpassen. Macht zu viel Schaden. Okay, AP-Stalling geht in die nächste Runde. Vielleicht kann Martin was aushalten. Martin was aushalten, das ist ja, das ist ein Paradoxon in sich. Aber genau darauf hoffe ich, dass ich die Hydropumpe aushalte. Wunderbar. Außer keine gute Spezialverteidigung. Darauf habe ich gehofft. Frostedia. Das ist auf jeden Fall schneller als ich. Großartig. Schlimmstenfalls kann es Spukball. Hier wäre. Ich muss es mit Mona probieren, leider. Es dürfte höchstens mit Spukball oder Eisstrahl angreifen können.
Oh, du kriegst den Drop auch noch drauf. Du bist gemein, Frostedje. Allerdings hat Frostedje auch keine gute Verteidigung. Das heißt, es könnte dadurch sterben. Wunderbar. So, fehlt noch eins? Ich hab nicht nachgezählt. Eins fehlt noch, okay. Was fehlt denn noch? Glaziola, oh. Okay. Kann eigentlich nur Eisattacken, außer Spukball. Oder Ampelleuchte. Okay, aber ich glaube, Glaziola werde ich hinkriegen. Das hat lang gedauert, der Kampf, ey. Alter Schwede. Das hat verdammt lang gedauert. Das kann wahrscheinlich Blizzard, oder? Und das Ding hat nicht gerade einen geringen Spezialangriff. Ich werde ein bisschen Martin einwechseln, aber Martin ist auf jeden Fall langsamer. Ja, Karo muss ich wieder reißen. Karo ist so mein Allrounder. Wird nochmal eng gerade, wird nochmal sehr eng. Zu eng leider für meinen Geschmack. Ich möchte Karo allerdings erstmal auffallen. Ich möchte mal gucken, wie viel Schaden das Ding macht. Wenn es über die Hälfte macht, habe ich ein Problem. Und zwar ein nicht zu kleines Problem. Mit Ampelleuchte macht es eigentlich nicht viel Schaden. Das war leider fast genug Schaden. Ich riskiere eine Vergeltung. Jetzt bin ich gespannt. Ah, verdammt. Das war nicht genug, aber... Wenn ich es schaffe, Karo gut aufzuheilen, müsste es eigentlich... Ich hätte einen Top-Trank machen sollen, ne? Mhm. Aber das sind gerade richtig schwere Kämpfe, das muss ich mal so sagen. Wenn du den Drop kriegst, ne? Ich hau dich. Ist das zu fassen? Okay, Planwechsel. Problem ist einfach, wenn der Gegner mich crittet, dann bin ich komplett raus. Ich musste den Drop loswerden. Der hat mich meinen ganzen Plan gerade ruiniert. So, Top-Trank. Ich muss dich komplett aufheilen. Glaziola macht knapp unter die Hälfte Schaden an mir. Ganz knapp. Ich könnte auch einfach den Blizzard ausstallen. Oh, du crittest mich, du Sau. Oh, krieg das den Crit raus. Okay, noch ein Top-Trank. Alter, das war jetzt gerade sehr riskant. Ich rede davon, dass es mich critten. Wenn es mich crittet, dann ist auch alles hin. Aber dann genau crittet es mich, ne? Also. Das ist doch ein kleines Teufelsvieh, oder? Ich will es gerade nicht riskieren. Ich belebe nochmal sicherheitshalber was anderes wieder. Ich könnte Felix wieder beleben. Das hat nicht mehr viel Blizzard-AP. Wenn es überhaupt noch welche hat. War nur zur Sicherheit. Keine Sorge. So, jetzt nochmal ein Top-Trank. Keinen normalen Trank. Top-Trank. Ja, dann denkt man mal hier so, Wetterteam ist ein Monotype. Hä, wird doch leicht. Mhm, sicher. Nicht, wenn die sich so gut aufeinander abgestimmt sind. Okay, und jetzt... Vergeltung. Und dann sollte N endlich besiegt sein, ey. Oh, ich kann echt einen Part für jeden Kampf gegen N machen, ne? So wie es ausschaut. Ah, oh, wunderbar. Der war schwer. Wow. Ich erinnere mich mal etwas, was Zekrom einmal zu mir sagte. Warum geben sie Zekrom und Reshiram mit uns Menschen ab? Offenbar, weil sie sich davon neue Perspektiven erhoffen. Doch laut Zekrom gibt es in der Wildnis auch viele Pokémon, die es vorziehen, aus eigener Kraftstärke zu erlangen. Für ein Pokémon bedeutet Freiheit, sich zwischen diesen verschiedenen Lebensstilen entscheiden zu können. Zekrom sagte, genau dies verbindet die Menschen und die Pokémon auch miteinander.
Für mich beginnt nun eine neue Reise. Es gibt auf der Welt noch viele Pokémon, mit denen ich dringend reden möchte. Außerdem hält sich irgendwo da draußen noch ein gewisser Trainer auf, bei dem ich mich gerne bedanken möchte. Ja, so ist das. So, und ich würde meinen, ich schneide hier mal ganz kurz und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich N zum zweiten Mal herausfordere. Also, bis gleich, liebe Leute.